Seid gegrüßt, ihr Abenteurer, und willkommen zurück zu Let's Play God of War. Wir müssen leider einen anderen Weg in den Tempel von Alfheim finden, da der letzte wieder mal versperrt war, beziehungsweise die Tür sich irgendwie nicht öffnen lässt. Gott sei Dank haben wir hier in der Nähe von Sindri eine Möglichkeit gefunden, und zwar ist hier ein Loch, das offensichtlich für Zwerge gedacht war. Wie konnte Sindri uns überholen? Er und der Blaue sind offenbar schnell unterwegs. Der Blaue. Oh nein. War klar. Ich wollte gerade sagen, das war wirklich klar. Ich weiß nicht. Vielleicht sollten wir es herausfinden. Aber erstmal müssen wir diesen Kommandanten erledigen. Oh nein. Sehr schön, der ist erledigt. Oh, der macht so eine kleine nervige Explosion. Erledigt. Okay, der blockt sogar unseren Wurf komplett ab. Gar nicht schlecht. Oh, das sah mir nach einem starken Sprintangriff aus. Den haben wir ja mittlerweile auch gelernt. Sehr schön. Vielleicht weg mit ihm. Und besiegt. 60 Erfahrungspunkte. Ach komm. Du hast dich doch nicht schlecht geschlagen, Kleiner. Da kann man echt gar nichts sagen. Dunkelalp-Beschwörer. Da er Verstärkung herbeirufen kann, sollten wir ihn schnell erledigen. Sie sollten aufgrund ihrer hellleuchtenden Flügel leicht zu erkennen sein. Ich frage mich, wie viele Dunkelalben es in Alfheim gibt. Einige. Wie mir scheint zumindest. Aber seit unserer Ankunft ein paar weniger. Das ist das, worauf es ankommt. So. Ah ja, oh, da wurde gerade ein Spiel aktualisiert. Hier müssen wir wohl nochmal gucken, wie wir das am besten lösen. Wahrscheinlich von der Seite aus, oder? Ja, von hier. Super. Perfekt. Ich weiß allerdings wirklich nicht... Ah, es muss diese Truhe sein. Mal sehen, was wir hier finden. Hacksilber? Nein, weicher Svartalfheim-Stahl. Sehr gut. Können wir auch immer gebrauchen. Gib mir meine Axt zurück. Du brauchst meinen Leviathan nicht. Bevor er auseinanderbricht. Perfekt. Out. Okay, das war doof. Das war sogar sehr doof. Mann! Komm schon. Erst einmal mit Spartas Rage. Okay, da hatte er jetzt nicht besonders für den Gegner setzen. Ja, auch. Einmal schön in mundgerechte Stücke gehackt. Oh Gott. Ich glaube, das war's. 65 Erfahrungspunkte. Bevor die Dunkelalben alles zerstört haben, war es hier bestimmt schön. Davon kannst du ausgehen. Explodierender Nachtmar, auch neu. Diese Nachtmare strömen in Scharen auf ihr Ziel zu und explodieren. Warum opfern sie sich auf diese Weise? Vielleicht sind sie alle Teil einer Art Schwarmintelligenz. Was auch immer der Grund sein mag, sie sind lästig. Und wie? Machen auch offenbar nicht gerade wenig Schaden. Oh, da wurde noch mehr aktualisiert. Bei den Dunkelalbkriegern, okay.
Wir sollten sie auf ihre Sturmangriffe achten. Sie machen vorübergehend blind. Man kann schwer kämpfen, wenn man nichts sieht. Das ist so. Auf dem Boden lassen sie sich viel besser erledigen. Ja, auch das stimmt. Ich mag dieses Konzept von, wir bekämpfen einen Gegner und durch, ja, das ist mal beeindruckend. Diese Kampfpraxis bekommen wir neue Einblicke. Wow. Das ist eine Statue, oder? Und eine ziemlich große dazu. Was können wir denn da machen? Kannst du das lesen? Aus der Dunkelheit beschütze das Licht. Hat nicht ganz so gut geklappt. Was? Das Licht vor der Dunkelheit schützen. Wohl eher das Licht vor den anderen Alben schützen. Was macht... Ah ja, da eben ist eine Truhe. Ah ne, doch nicht. Ist einfach nur so ein kleiner Loot hier. Hacksilber ein bisschen. Was genau müssen wir denn jetzt hier machen? Oh, kann man da rüber? Ja, wir könnten hier rüberspringen. Wir finden aber auch hier noch eine Truhe. Schaut mal. Ist nun die Frage. Okay, da kommen wir so wohl nicht ran. Springen wir erstmal rüber. Da stellt man sich schon die Frage, was das soll. Da vorne ist noch einer, okay. Aber auch das reicht offensichtlich nicht. Ist dahinter denn noch was? Ja, tatsächlich. Da sind drei Stück insgesamt. So, die sind jetzt komplett weg. Die Frage ist, was hat das jetzt ausgelöst? Ich vermute ja, es ist die Truhe da drüben. Yep. Gut, dass wir mal drüber geredet haben. Runenkriegsgürtel. Gewöhnlich Hüftrüstung. Basisoffensivrüstung begünstigt die Runenkraft. Okay. Weicher Svartalfheimstahl auch noch. Ja, die gucken wir uns später mal an. Wobei, wir können sie uns eigentlich auch jetzt mal angucken. Rüstung. Hüftrüstung. Da haben wir den Runenkriegsgürtel. Stärke natürlich wesentlich weniger als bei dem, was wir jetzt anhaben. Aber eben halt die Runenkraft verstärkt. Muss man wissen, was man lieber mag. Ich finde das jetzt nicht so gut für unsere Zwecke aktuell. Deswegen berücksichtigen wir das jetzt mal nicht. Und folgen Atreus, der eigentlich eben schon hier oben war. Schöne Vegetation hier. Äußerst interessant. Können wir durch diese Ringe durch? Oh nein. Da hören wir sie schon wieder. Das Licht. Sie haben es mit dem Zeug bedeckt. Aber wozu denn? Ringtempel innen. Was planen sie? Da! Noch ein Lichtalb. Was macht er? Oh nein! Opfert er sich? Wieso töten sie ihn? Er hat nichts getan. Urteile nicht vorschnell. Du siehst das Ende eines Krieges, Junge. Du kennst den Hintergrund für diese Tat nicht. Er hat sich nicht mal verteidigt. Das war seine Wahl. Wir treffen unsere. Er hat sich wirklich nicht verteidigt. Mach dich bereit! Wir müssen erst an den hier ran. Oh, hat Atreus ihn getötet? Sieht ein bisschen so aus, als hätte er das geschafft.
Und noch ein Spalter. Nicht tauschen. 55. Das Licht ist nahe. Such einen Weg hinein. Ach, das gucken wir ja nicht so weg, ne? Oder doch? Ah, hier. Perfekt. Wir sind jetzt fast am Licht angekommen. Das hat geholfen. Da, mehr Lichtbrücken. Folge mir. Ah, hier. Hier haben wir noch ein bisschen Hacksäure. Immer drauf achten, ganz wichtig. Auch wenn es nur Peanuts sind. Die nächste Lichtbrücke. Gegner voraus! Nachbarse! Sie fliegt nicht weit genug manchmal, okay? Okay, das sind viele. Fies Atreus. Noch nicht bereit, leider. Vater-Sohn-Kö-Kö-Kö-Kombo. Hat gut funktioniert. Sobald sie uns angreifen, reicht ein Treffer auf ihren Körper, um sie zum Explodieren zu bringen. Die Explosionen schaden auch andere Gegner. Das könnte nützlich sein, wenn wir gegen eine große Gruppe kämpfen. Habe ich auch schon gemerkt. Man kann sie ja auch schleudern, das haben wir auch gesehen, wenn sie ins Taumeln kommen. Auch ganz praktisch. Dann mal los! Oh, 2500 Erfahrungspunkte erhalten. Wofür das denn? Geil. Atreus hat ihn schön aufgehalten. Also das Zusammenspiel klappt echt immer besser, muss man sagen. Das war einfach. Ja, muss ich auch sagen. Und ein Wunder, dass ich es sagen muss. Oh, warte mal. Bestiarium schon wieder aktualisiert. Wenn er seine Waffe dreht, ruft er weitere Alben. Wir sollten ihn aufhalten, bevor er die Waffe in den Boden rammt. Er kann Axtwürfel blockieren, aber wenn wir ihn im richtigen Moment treffen, friert Vaters schwere Axt den Dunkelalb ein und verlangsamt ihn. So, wir haben mittlerweile 3500 Erfahrungspunkte erhalten. Wir müssen mal gucken, welche Ziele davon haben wir denn jetzt erfüllt. Das wird mich jetzt mal interessieren. Talisman aktivieren. Ja gut, wir haben gerade keinen, den wir aktivieren können. 50 Angriffe parieren. Ah, das haben wir offenbar geschafft. 50 Gegner zum Taumeln bringen. Betäubte Gegner. 43. Gerechte Flammen. Gegner an die Wand nageln. Schnitter. 50 Gegner mit dem Spalter treffen. Wolfsschreck. 50 Schatten, 5 Oger. Dunkelalben, okay, da sind wir jetzt bei 39. Wiedergängerin. 250 Gegner haben wir auch schon gekillt. Wow. Nicht schlecht. Wir sollten auf jeden Fall gucken, dass wir jetzt noch ein paar Fähigkeiten dazu erlernen. Ich bin mir noch nicht sicher. Schildkampf können wir schon relativ weit runtergehen, muss man sagen. Hier haben wir eigentlich alles gelernt jetzt schon. Magiekampf ist ja noch nicht freigespielt, das kommt wohl dann noch. Was könnten wir hier noch machen? Jägertöter. Halten Sie beim Zielen R1 gedrückt, um 3 Zielpunkte... Ah ja, das war das. Oh, die haben wir noch gar nicht. Was haben wir denn hier?
Eisiger Permafrost. Erhöht die erhaltene Permafrostmenge bei jedem erfolgreichen Axttreffer. Ah ja, das haben wir ja hier schon. Je mehr Kombos wir machen, beziehungsweise je mehr Einzelschläge, desto höher wird der Eisschaden einfach. Was war das hier? Ausweichsturm. Halten Sie beim Ausweichen L nach hinten und drücken Sie R1, um einen schnellen Bumerangwurf auszuführen. Okay, das könnte relativ kompliziert werden, das alles so zu managen. Aber ich würde erstmal sagen, wir nehmen diesen Permafrost. Denn dafür müssen wir nichts Zusätzliches tun. Das ist dann für uns recht einfach. Und... das finde ich auch nicht schlecht hier mit dem Zielen. So können wir jetzt eben irgendwie drei Ziele anvisieren. Bin gespannt. So, jetzt hacken wir den erstmal klein. Eissturm, Permafrost. Nicht nur Froster ist für alle da, auch Kratos. Du stellst alle Wege wieder her. Ja, das ist es, was ich tue seit ein paar Folgen. Richtig, Junge. Ich bin froh, dass du ganz hübsch bist für einen Jungen deines Alters, denn klug bist du nicht. Ich glaube, wir kommen dem Licht immer näher. Wir müssen jetzt gleich da sein. Oh Junge, oh Junge, oh Junge. In den Stock einbrechen. Nein, gib mir einen Moment. Ah, das, okay, das waren zusammenhängende. Wie ist es hier? Oder die beiden. Ah, die drei, guck mal. Und dann ja nur noch die zwei hier, oder? Oder ist da noch was, was ich beachten müsste? Ah, nee, der führt ja direkt. Ja, brr im wahrsten Sinne des Wortes. Da sehen wir wieder diese Lichtalben, die getötet wurden von den Dunkelalben. Ihre Waffen. Kommen wir jetzt ins Herz des Lichts? Ins Herz des Ringtempels? Ich glaube nicht, dass wir hier sein sollten. Sei still. Wow. Hast du gehört? Sei wachsam und bleib bei mir. Das könnte ihr Anführer sein. Sag mal, wenn wir es zum Licht schaffen, wie kriegen wir es dann in den Bifrost? Die Hexe meinte, wir sollen reingehen. Hat sie? Als sie aus dieser Welt gerissen wurde. Oh, habe ich das verpasst? Dir war ihre Sicherheit wichtiger als unser Ziel. Ist... Still! Ich hab ihn! Dein Messer, Junge!
Sehr gut, Atreus. Sehr gut. Wir können uns auf dich verlassen. Das war knapp. Bleib ganz in meiner Nähe, Junge. Das werde ich. Gut so. Das muss ihr Bau sein. Die haben ja eben so ein bisschen so dieses Insektenthema. Das ist so klebrig. Das passt ganz gut mit so einem Bau, den sie dann haben. Hinanuna! Noch einer! Zurück! Scheiße. Das Licht! Ja, wir sind fast am Ziel. Aber wir müssen aufpassen. Verstanden? Klar. Licht von Alfheim. Guckt mal, wie viele Dunkelalben hier sind. Alter. Den Stock zerstören und das Licht mitnehmen. Heilige Scheiße. Wie soll das gelingen? Wie können wir uns dieser Masse von Gegnern stellen? Da, wenn es fällt, sei bereit. Wir müssen schnell sein. Ist gut. Ja, das befürchte ich auch. Jetzt. Sag mir nicht, dass ihr Stock wirklich nur an diesem Ding hängt. Das wäre ein bisschen sehr, sehr... Spring, Junge! Ja! Pass auf! Da sind sie! Bleib hinter mir und schütze unsere Flanke! Jawohl! Sind das nur Soldaten und zwar so kleine, richtig mickrige. Schieß weiter, Junge! Ich mache uns den Weg frei! Verkürze die Zeit zwischen deinen Schüssen. Nicht Präzision geht vor Tempo. Es sind viele Ziele. Du schießt nicht vorbei. Ein schmaler Weg gleicht die Überzahl aus. Konzentrier dich. Vaters Gnade. Oh, ich glaube, wir schaffen es gleich. Diese ganzen Drohnen. Alle erledigt. Alle schaffen uns. Junge! Bist du verletzt? Nein! Wow! Es ist wunderschön! Das ist es wirklich. Das Licht! Es lässt den ganzen Tempel erscheinen. Es ist die Quelle von allem. Hey! Es singt. Ich höre sie! Ich hab's dir doch gesagt! Ist sie denn da drin? Ah! Atreus! Ah! Das hat wehgetan. Als würde meine Hand brennen. Bleib hier. Aber ich Bleib will... hier. Setz sie nur im Notfall ein. Wow.
Du gibst mir deine Axt? Ich lass dich meine Axt halten. Sie ist kein Geschenk. Trotzdem. Was ist mit uns passiert? Was ist das? Ja, und wo sind wir? Hä? Faye. Atreus hat sie auch gehört. Du musst zurückkommen. Du hast mich allein gelassen. Atreus? Allein mit ihm. Allein mit wem? Oh, er redet mit Faye. Mit seiner Mutter. Immer geht er fort. Nie ist er hier. Er will mich nicht und wird es nie tun. Das ist doch nicht wahr. Er kann es nur nicht zeigen. Aber auf seine Weise liebt er dich. Kennt mich nicht. Er will es gar nicht. Ich bin stark. Ich bin schlau. Ich bin nicht das, wofür er mich hält. Ich bin nicht dumm. Er spricht nicht mit mir, bringt mir nichts bei. Er hätte es sein sollen. Hörst du mich? Er, nicht du. Oh je. Das ist die Statue von Thor. Fische. Aber ich meine das nicht so. Ich hab ihn doch lieb. Ich wünschte, er wäre besser zu mir. Er kann es doch sein. Ich bete, dass es dazu kommen wird innerhalb des Spiels. Bevor ein Unglück passiert. Denn Atreus ist alles, was wir noch haben. Das darf man nicht vergessen. Wenn er es versucht, dann ich auch. Aber wenn nicht, bitte komm zurück. Ich weiß, dass du da irgendwo bist. Mein Junge. Wie gerne würde ich dir versprechen, dass alles gut wird, aber ich weiß es nicht. Ist es der Weg zum Berg? Komm zurück! Nein! Nein! Was hast du getan? Warum hast du das gemacht? Ich musste es tun! Du warst gefangen! Ich hab gewartet und gewartet, aber du kamst nicht zurück! Also zog ich dich raus! Junge! Ich war nur einen Moment! Wow! Fort! Nein! Du warst sehr, sehr lange fort! Ich wusste nicht weiter! Du hast mich verlassen! Mal wieder! Bin ich dir egal? Ich... Das ist unmöglich. Wir sollten gehen, bevor die zurückkommen. Ich hoffe, du hast, was du brauchst. Er hat die alle alleine getötet? Sieh nur, der Ausgang. Aber das ist kein Licht für eine Brücke. Wir sitzen fest und die Bogensinne der Hexe ist nutzlos. Er hat die ernsthaft alle alleine getötet? Ich bin ein bisschen überrascht, muss ich sagen, denn das zeigt ja nun mehr, was für ein Kämpfer Atreus mittlerweile ist und dass er durchaus auf eigenen Beinen stehen kann. Und er wahrscheinlich sogar die Axt benutzt hat.
die wir offenbar gar nicht nehmen wollen. Naja.